Hamburg ist nicht gerade das günstigste Pflaster der Republik. Besonders nobel residiert man in Poppenbüttel, mitten im grünen Alstertal. Yvonne Wölke lebt hier auf einem Grundstück mit stolzen 900 Quadratmetern. Hallo, herzlich willkommen, kommt rein. Ich habe sogar einen Kaffee für euch. Yvonne Wölke, ehemalige Miss Germany, Model, Sängerin und Influencerin. So richtig bekannt wurde sie allerdings durch die vermeintliche Affäre mit Peter Klein, dem noch Ehemann von Iris Klein. Also ich lebe in Berlin und in Hamburg. Jetzt sind wir gerade zur Zeit in Hamburg, in einem wunderschönen Haus. Und hier arbeite ich auch und hier wohne ich auch. Hier ist das Wohnzimmer. Sehr gemütlich. Ja, das Sofa, das ist jetzt auch ganz neu übrigens. Boah, das war teuer, um die 3000. Das passt doch voll gut hier rein. Das Haus hat ungefähr 165 Quadratmeter, dreistöckig, Keller, Erdgeschoss und noch eine Etage höher. Ja, hier ist eigentlich so mein Ruhepol. Wenn ich hier bin, das ist ja auch ein bisschen außerhalb. Der ist doch mega, oder? Wir haben ja Hamburger Wetter und mit dem Wintergarten kann man auf jeden Fall 4 Monate länger draußen sitzen. Ja, man kann nämlich die Fensterscheiben schön aufmachen. Und das ist jetzt auch mein Lieblingsplatz geworden mit meiner Schaukel da drin. Da bin ich so gerne. Und dann schlafe ich hier manchmal oder mein Büro ist hier. Dann arbeite ich hier und gucke und bin kreativ. Hier mache ich meine meisten Instagram-Stories. 45.000 Euro muss man hierfür investieren. Das ist Wahnsinn, ne? Für so ein paar Scheibchen hier. Jetzt kommen wir in die Küche. Ja, die liebe ich ja, obwohl ich nicht kochen kann. Aber mir war es wichtig, eine schöne Küche zu haben. Die haben wir jetzt 2 Jahre. Aber ihr werdet jetzt lachen, das hat 1 Jahr gedauert, bis das hier alles so steht. Yvonne hat das Haus zusammen mit ihrem Mann gebaut, der nicht vor die Kamera will. Und nein, es ist nicht Peter Klein. Ich habe oben noch ein Gästezimmer, das Michaela-Zimmer, genau, da ist sie immer ganz gerne. Und da schläft sie auch immer ganz gerne, wenn sie in Hamburg ist. Ja, jetzt kommen wir hier zu meiner Lieblingsstelle, zum Badezimmer, was sehr groß ist, gemütlich. Da halte ich mich natürlich lange auf, ne? Zeitlose Brauntöne erden einen eben. Also morgens brauche ich gar nicht so viel im Bad. Weil, jetzt kommt's, ihr werdet mich alle hassen, ich schminke mich meistens immer im Auto. Na, hoffentlich nicht beim Fahren. Klappt doch, oder? Man muss ja auch die Zeit nutzen. Das ist das Schlafzimmer. Oh, ich muss mal wieder per Fenster putzen. Ich liebe Schlafen. Wochenende ist für mich immer Ausschlafen, also vor 10 oder manchmal auch 11 gehe ich nicht aus dem Bett. Allein dieses Bett hat 5.500 Euro gekostet. Das Anwesen an sich wird aktuell auf 900.000 Euro geschätzt. Hier kommen wir zum Keller. Ah, guck mal, ist das nicht toll? Das sind übrigens alles Luftballons, ne? Weiter geht's. Die Waschküche und ihr seht, ich wasche sehr gerne und bei mir muss immer alles duften, alles rein sein. Ich kaufe wirklich in Vorrat. Ja, ich hasse das, wenn ich was brauche und ich hab's nicht. Ich bin ein Mensch, der braucht Sicherheit, aber auch von mir alleine. Ich will niemals auf jemanden angewiesen sein. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich auch meins habe. Ich habe meine Arbeit und ich lasse mir da auch nichts reinreden. Klar gibt es immer Streitigkeiten oder du arbeitest zu viel, du machst zu viel, du bist ein Workaholic. Meine Mutter, die ruft mich auch jedes Mal an, tret ein bisschen kürzer, mach nicht so viel und das. Wenn man sich schön macht, auch wenn's hässlich ist. Yvonnes Mutter lebt noch in Berlin. Und hier hat die Influencerin auch ihr zweites Standbein. Eine kleine Mietwohnung ist hier ihre Basis. Also ich pendel ja immer von Hamburg nach Berlin. Ja, es ist immer schön nach Hause zu kommen, aber Berlin hat sich auch viel verändert. Berlin ist auch gefährlicher geworden, also machen wir uns nichts vor. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich aus der Bahn direkt in meinem Auto steige und dann hier wieder aussteige. Die Wohnung ist hier, glaube ich, 50 Quadratmeter. Und kostet mit allem drum und dran, glaube ich, 700 Euro oder so. Also nicht viel, sage ich jetzt mal. Aber ich bin auch wirklich nur zum Schlafen hier. Ne? Der Fernseher ist kaum an, weil wenn, dann sitze ich mit meinem Laptop im Bett und mache da alles, schreibe dann noch E-Mails oder gucke dann irgendwie online irgendwas oder so. Also eigentlich bräuchte ich fast nur so eine kleine Kabine, wo mein Bett drin steht. Plus einen Stuhl für ihre Mutter. Die schaut nämlich gerne und oft vorbei. Hallo. Hallo. Na? Alles schön. Ja. Bei dir? Ja, geht.
Wieso, was ist los? Ja, ich sehe dich ja kaum. Ja, ich weiß. Ich da du ja nur arbeitest, ja, muss ich ja zu dir kommen. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Willst du auch einen Kaffee? Ja, gerne. Okay. Sie hat mehrere Jobs. Sie modelt, hat ihre eigene Firma und muss hier irgendwie alles unterm Hut kriegen. Sie macht ihr Ding alleine. Und da bin ich stolz drauf. Wir kommen ja aus dem Osten von Berlin. Eigentlich bin ich sehr ärmlich aufgewachsen, weil im Osten gab es ja wirklich nicht so viel. Da gab es ja nur entweder das rote Paar Schuhe oder das schwarze Paar Schuhe. Ne? Das ist ja nicht so wie im Westen, dass du da viele Farben hattest, viele Modelle oder so. Da gab es nur A oder B. Aber wir haben ja dann auch einiges verloren, wo wir dann in den Westen gegangen sind. Also eigentlich hatten wir, glaube ich, das, was wir anhatten und vielleicht noch eine Reisetasche. Das war's dann. Und da mussten wir uns alles aufbauen im Westen nochmal von vorne. Die Familie lebte 2 Jahre in einem Flüchtlingsheim. Und es war ja auch so ein Streitthema zwischen meinem Papa und meiner Mama. Mein Papa wollte im Osten bleiben und meine Mutter wollte in den Westen. Ich habe dann meine Schule zu Ende gemacht und dann wollte ich ja immer Schauspielerin werden. Meine Eltern waren ja immer so dagegen, aber ich habe mich durchgesetzt. Ich habe dann 99 meine Misswahl gewonnen und dann habe ich so in die Branche reingeschnuppert und dachte so, ja, das ist genau mein Ding, da will ich hin. Meine Eltern waren erst nicht so begeistert, weil die meinten, ja, ist ja wie bei allen Eltern so, ne, mach mal was Seriöses. Und da habe ich mich jetzt echt durchgesetzt und habe das auch gelernt und habe aber immer nebenbei noch was anderes gemacht, weil ich dachte, man braucht immer 2 Standbeine, falls der eine halt wegbricht. Als 2. Standbein betreibt Yvonne seit 10 Jahren eine Kryotherapiepraxis mit Kältekammer. Wir sind hier in einer Gemeinschaftspraxis, also ich habe mich hier so eingemietet. So, das ist hier unser Wartebereich und jetzt hier seht ihr mein Schmuckstück. Mein Gerät für die Kryotherapie, da gehen Kunden rein bei minus 170 Grad, bei 2,5 Minuten. Wir haben einmal Schmerzpatienten und einmal Patienten, die einfach alles vorbeugen. Immunsystem wird damit gestärkt, wir haben viele Sportler, die das machen. Hallo! Hallo. Na, alles gut? Ja, danke schön. Viele von Yvonnes Kundinnen und Kunden kommen schon seit Jahren zu ihr. Also angefangen habe ich ursprünglich, weil ich Rückenbeschwerden hatte und habe einfach gemerkt, dass es mir generell für den Körper so viel Energie gibt. Aber auch bei den Temperaturwechsel habe ich gar nicht mehr so eine Probleme und ich werde nicht krank. Vielen lieben Dank. Hat noch einen wunderschönen Tag. Ja, danke schön. Ich habe zu danken. Eine 3-minütige Behandlung kostet 39 Euro. Die professionelle Influencerin verdient monatlich insgesamt knapp 8.000 Euro und ist damit Besserverdienerin. Zum ersten Mal im deutschen Fernsehen erlaubt sie uns einen exklusiven Blick auf ihre privaten Finanzen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also ja, als Selbstständige schwankt das ja eh immer, mal besser, mal weniger. Aber diesmal sieht es ganz gut aus. Also der Gewinn aus der Praxis mit meiner Kryotherapie, der hat gebracht 3.045,87 Euro. Dann die Einkünfte aus öffentlichen Auftritten wie Schauspiel, Influencer-Jobs, die waren gar nicht mal so schlecht, sehe ich gerade, mit 4.906 Euro. Gesamtbetrag ist 7.951,87 €. Hört sich erstmal gar nicht so schlecht an, oder? Aber Wohnung in Berlin muss ich natürlich auch zahlen, sind 700 Euro. Strom ist eine kleine Wohnung, deswegen ist der Strom nicht so teuer mit 33 Euro. Lebensversicherung, man muss ja auch gucken, wo man im Alter bleibt, deswegen die Lebensversicherung mit 500 Euro. Krankenversicherung 300 Euro, Mobilfunk mit 39 Euro und naja, ein bisschen Streamingdienste brauchen wir ja auch ein bisschen, wenn man mal sich ausruhen möchte und mal einen coolen Film gucken möchte, dann sind es dann auch noch mal 12,95 Euro. Mir bleiben jetzt noch 6.366,92 €. Hört sich erstmal gut an, aber ich spare ja auch auf meine Eigentumswohnung in Berlin und da versuche ich natürlich so gut wie möglich viel Geld zu sparen. Ja. Die laufenden Kosten in Hamburg, also Strom, Heizung und Versicherung für das Haus, bezahlt ihr Ehemann komplett. Apropos Ehemann. Da war doch noch was. Vor gut einem Jahr hagelte es Schlagzeilen über Yvonnes angebliche Affäre mit Peter Klein. Seine Frau Iris warf den beiden Ehebruch vor, was beide immer dementierten. Trotz des ganzen Trubels um sie haben Yvonne und Peter eine platonische Freundschaftsbeziehung auf Distanz etabliert. Hallo. Hallo. Gut siehst du aus. Was hast du noch vor heute?
Kann ich mir zurückgeben. Nichts, gar nichts eigentlich. Was macht die Insel? Ich glaube, die geht bald unter. Es regnet den ganzen Tag. Mistwetter. Schlimm. Aber du hättest jetzt Zeit, um deine Musik aufzunehmen. Weil Studioarbeiten, da brauchst du ja keine Sonne. Ja, mach ich doch. Sehr gut. Und was ist mit unserem Duett? Sobald wir einen Song haben, machen wir natürlich auch ein Duett. Ne? Haben wir ja besprochen. So. Also von daher. Mhm. Wir brauchen bloß noch einen Songwriter, der ein bisschen motiviert ist, der uns einen Titel schreiben will. Ich glaube, er langweilt sich so ein bisschen auf der Insel und deshalb muss er ganz schnell wieder nach Deutschland oder ich nach Mallorca. Unsere Hater sagen ja immer, du arbeitest nicht so viel. Guck mal, ich hatte, bevor das ganze Thema bei uns losging, ich hatte nicht einmal Hate bekommen. Ich auch nicht. Ja, bevor das Thema losging, jetzt aufklappt, hattest du auf einmal 90% Hass. Die ganze Welt hat dich gehasst und du hast nicht verstanden, warum. Das war das Schlimme. Also viele sagen ja, ich habe es nicht klar genug ausgedrückt, aber ich habe es auch in Australien schon gesagt, dass da nichts war mit Peter. Und Peter hat es ja auch gesagt, dass da nichts war. Also deutlicher hätte man das ja nicht sagen können. Bei einem Monatsbudget von knapp 8.000 Euro kann Yvonne Wölke in Berlin entspannt shoppen gehen. Hallo. Hallo. Na, geht's dir gut? Geht's dir? Auch gut. Ja, ich brauche unbedingt Kleider. Ah, einmal okay. Kleid zur Fashion Week und einmal, ja, ich guck mal. Es gibt ja so viele Veranstaltungen. Ja. Auf jeden Fall brauche ich zwei Kleider. Oh, gerne. Da bist du hier richtig. Ja, ich weiß. Es ist ja schon hier ein Frauenparadies. Ist das Luxus oder sind die Kleider notwendige Investitionen in die Influencer-Karriere? Eigentlich wollte sich Yvonne diesen Monat einschränken. Geliehene Outfits sind durchaus auch eine Option. Dieses eine Kleid. Oh ja, okay. Also das finde ich super schön. Ja, ich denke auch. Ist auch sehr auffällig. Ja, es ist auch so ein Highlight. Sexy. Ich komme hierher, weil ich den Laden schon sehr lange kenne und weil ich mir öfters schon Kleider hier gekauft habe, aber auch ausgeliehen habe. Es ist immer so ein Geben und Nehmen. Versucht man hier natürlich ein paar Kundschaften hierher zu holen. Dafür kriege ich dann meistens auch Kleider geliehen. Aber manchmal ist es doch ganz wichtig, auch mal ein Kleid für mich selber zu kaufen. Im Schnitt gaben die Deutschen im Jahr 2023 ca. 1.800 Euro für neue Kleidung aus. Yvonne liegt deutlich darüber. Das sieht auch schön aus. Ja, ne? Das sitzt perfekt, so wie als ob das angegossen ist hier oben. Das Kleid kostet 1.200 Euro. Das ist ein sehr hochwertiges Kleid, ist alles mit Hand bearbeitet eben. Das Ding ist halt, ne, so ein Kleid ziehst du einmal an. Man darf ja ein Kleid immer nur einmal auf dem roten Teppich tragen. Ich weiß nicht, wer die Regeln gemacht hat, ehrlich gesagt. Also manchmal halte ich mich auch gar nicht dran, weil ich sage mir, ey, es ist so ein geiles Kleid, das muss man auch zwei- oder dreimal anziehen. Für Menschen, die ihre Kleidungsstücke jahrelang tragen, mag dies etwas merkwürdig klingen. So, die wichtigste Frage von allen. Wie teuer ist das wunderschöne Kleid? Also das Kleid kostet 299. Du bist eine feste Kundin, da würde ich gerne auch dir ein bisschen Rabatt geben. Wenn du sagst, wow, das ist mein Traumkleid. Ich habe mich jetzt für ein schwarzes langes entschieden. Auch sehr schick, aber auch eher für einen roten Teppich. Das hat jetzt 299 Euro gekostet, mit Rabatt 250. Das ist noch im Rahmen. Aber besser das Preisschild abmachen, bevor es auf den roten Teppich geht. Vielen Dank. Ich danke dir auch. Sehr schön. Mich gefühlt wie eine Prinzessin. Schon wieder vorbei. Toll. Jo, bis dann. Schönen Tag. Tschüss. Viel Spaß. Danke dir. Ciao. Gerne. Die Berliner Fashion Week ist für Yvonne jedes Jahr ein absoluter Pflichttermin. Das ist ja eher so ein Influencer-Event und ich erwarte natürlich einfach, dass da geile neue Jobs auf mich warten und dass sie mich brauchen. Aber wofür? Heute wäre so mein Ziel, ein, zwei oder drei Brands zu erkaschen, Telefonnummern einzusammeln und dass ich dann wirklich mit denen zusammenarbeiten kann. Die Influencer-Branche ist ein knallhartes Business. Jeder kämpft um Aufmerksamkeit und Kontakte. Ich bin Yvonne Wölke. Ja, ein Star auf Instagram, überall. Also jetzt haben wir uns ja gerade mal erstmal angeschuppert, sage ich jetzt mal. Und später reden wir dann über Geld. Wenn man jetzt alles so fit fährt, sagt man dann ganz zum Schluss, sagt er entweder, ja, was willst du dafür haben? Oder ich sag, naja, was willst du dafür bezahlen? Ne? Ich habe ja den wunderschönen Schmuck hier bekommen für mein neues Handy, hoffentlich irgendwann.
Armbänder, haha. Ohrringe, die sehen auch total schön aus. Ich habe mir extra Herzohrringe ausgesucht, weil wir brauchen ja ein bisschen Liebe. Und Augenbrauen, also besser geht's doch nicht, oder? Also erstmal habe ich auf jeden Fall 3, 4 Kontakte. Die werde ich heute noch alle anschreiben. Und dann gucke ich mal, was draus passiert, ne? Wir drücken die Daumen. Yvonne hatte diesen Monat knapp 8.000 Euro zur Verfügung. Nach den ersten Abgängen direkt am Monatsanfang blieben der Besserverdienerin noch knapp 6.400. Wie sieht's jetzt Mitte des Monats aus? Ich habe ein bisschen Geld ausgegeben, würde ich sagen. Ich hatte ja noch 6.366,92 €. Ja, Nagelstudio muss immer sein. Restaurant, ja, darf man sich auch mal leisten. Mit 62 €. Dann war ich leider noch ein bisschen online shoppen. Ja, da gab es ein paar Kleider für 233 € und Schuhe gab es natürlich auch, die dürfen ja auch nicht fehlen. Ja, da war ich noch in der Drogerie und habe da auch noch mal ein bisschen Geld gelassen, aber es war sehr übersichtlich mit 38,63 €. Ja, tanken muss ich auch, 50,02 €. In der Boutique, da habe ich ja das schöne Kleid gekauft, zum Glück war es nicht ganz so teuer, 250 €. Dann war ich noch essen im Restaurant mit 78 €. Ja, und ich hatte ja gesagt, ich muss ja auch ein bisschen in mich selber investieren. Hab noch 2 Cover-Songs aufgenommen. Das ist leider auch nicht mehr ganz so preiswert wie vor 10 Jahren. Deshalb 2 Songs kosten 1.600 €. Und dann war ich wieder tanken, weil ich war irgendwie schon so viel unterwegs, mit 40,03 €. Ja, dann war ich auch mal im Supermarkt, 77,35 €. Und das war es eigentlich, was ich so jetzt so, ja, was ich so ausgegeben habe. Also bleiben mir noch 3.897,89 €. Es wird immer weniger. Und ich spare noch auf meine Wohnung und dann brauche ich noch 2 Songs. Insgesamt braucht man ja, ich glaube, 8 oder 9 Songs. Also, das wird sehr, sehr knapp. Die Songs sind eine Investition in die Zukunft. Für eine eigene Wohnung wäre das Geld aber auch nicht schlecht angelegt. Yvonne Wölke hat im Monat 8.000 € zur Verfügung. Aber die besser verdienende Influencerin will Geld für eine neue Eigentumswohnung sparen, wo immer es geht. Bitte. Ich suche ein Handy mit viel Speicherkapazität. Viel Speicher, setzen Sie sich mal. Schauen wir mal. Ja, eigentlich bin ich ja so ein bisschen Apple-affin. Okay. Oh, okay. Ja. Magst du keinen Apple? Ich nehme auch einen Samsung. Okay, was haben Sie für einen Speicher? 256. Okay, das ist zu wenig. Ja. Okay. Gut, na dann schauen wir mal. Dann sind wir bei 1.657 €. Oh, was? Ja. Ist ja teurer als bei Apple. Wieso, was kostet das bei Apple? 1.500. Und bei Amazon kostet das Titan Schwarz 1.409. Hab mich nicht schlecht, gut vorbereitet, ja? Ja, so, wenn es um Preise geht, ich bin ja ein Sparfuchs. Ich mache immer eine Wissenschaft raus, wenn ich was kaufe. Da habe ich gesagt, okay, den Preis habe ich gerade im Internet gesehen, den möchte ich natürlich auch haben. Wie sieht's aus, Jungs? Der freie Marktpreis, da sind wir dann bei 1.450. Okay, ist noch nicht ganz so der Preis wie bei Amazon. Wenn wir den Tarif anpassen. Der heißt das, es wird teurer? Nee, der wird besser. Der Preis bleibt, der wird besser. Okay, das hört sich auch gut an. So, über die Verlängerung, weil wir eine Verlängerung machen, kann ich mit dem Preis aus dem Netz entgegenkommen. Okay, also das heißt, ich verlängere einfach den Vertrag. Der Preis bleibt der gleiche. Genau. Ich kriege besseres Internet. Ja. Und ein cooles Handy. Und das Handy zu dem Preis, den Sie sich vorgestellt haben. Dann ist das machen wir was. Das. Ja. Super. Also ich liebe es ja zu verhandeln und deswegen wollte ich natürlich meinen Preis haben. Der hat sich da echt schwer getan, mir da entgegenzukommen, aber dann irgendwann zum Schluss, ich habe ihn so genervt, dann hat er doch meinen Preis gemacht von 1.409 €. Das eingesparte Geld könnte man zurücklegen. Man kann es aber auch in sich selbst investieren. Am nächsten Tag bin ich ja auch in die Beauty Lounge gegangen. Gucken, wer reinkommt, gucken, wer rausgeht, gucken, wer überhaupt da ist oder so. Hier guckt man sich gerne was an, hier lässt man sich so ein bisschen auffrischen. Ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen bepöppeln, ne? Yvonne testet eine Lipo-Massage. Sie bezahlt nichts. Vielleicht wirbt sie ja irgendwann dafür. Das fühlt sich sehr angenehm an. Also es tut nicht weh. Man könnte das jetzt auch 2 Stunden machen, ehrlich gesagt. Man könnte nebenbei schlafen. Och, ich muss echt Geld verdienen, ne?
Ihr behandelt ja den Rücken auch, habe ich gesehen, ne? Den Bauch. Ja. Also eigentlich sind das ja fast alle Zonen, ne? Genau, richtig. Also prinzipiell ist es eine Ganzkörperbehandlung, im Rücken dann eher so physiotherapeutisch. Yvonne ist positiv überrascht. Also mein Po war schon ein bisschen geliftet. Und wenn ich das jetzt 10-mal mache, dann ist da wieder so ein kleines süßes Äpfelchen. Man muss ja auch mal was tun für die Figur. Ja, 100 Euro kostet eine Behandlung. Ich bin ja auch Influencerin. Mhm. Kann man da auf Kooperation arbeiten? Also natürlich suchen wir immer das auch Networking, dass wir ein bisschen Reichweite haben, gerade für unsere Kunden. Da sind wir immer gerne dabei. Ja, ich auch. Ja. Da kann ich wieder Geld sparen, man kriegt eine gute Figur. Seht ihr, ich habe eine Wohnung, ich sehe gut aus. Und weil ich so gut aussehe, kriege ich wieder neue Jobs, habe Kooperation und habe Geld gespart. In Hamburg trifft sich Yvonne Wölke mit Andreas Ellermann. Die beiden hatten zur WM 2018 einen Song aufgenommen. Viel bekannter ist das No-Hit-Wonder Ellermann durch seine Beziehungsschlammschlacht mit Ex Patricia Blanco. Ich habe Yvonne kennengelernt 2013. 14 haben wir einen Song zusammen gemacht. Sie ist für mich ein Herzensmensch. Andreas kenne ich durch Michaela, weil wir öfters mal zu ihm auf ein Event eingeladen sind und sie hat mich meistens mitgenommen und dann sind wir meistens zusammen hingegangen und so habe ich den Andreas kennengelernt, also schon ein paar Jahre. Ellermann muss nicht von der Musik leben. Kluge Investitionen haben ihn zum Multimillionär gemacht. Yvonne sucht bei ihm Rat für ihren Wohnungskauf. Wenn er es nicht weiß, wer dann? Und er hat 600 Immobilien, Wahnsinn. Er hat ja eine ganz große Passage auch, ne? Und der weiß natürlich über alles Bescheid. Ich will ja eine Immobilie kaufen. Auf was muss ich achten? Erstens? Dass du eigenes Geld hast. Ja, okay, aber eine halbe Million habe ich jetzt mal nicht gerade mal so. Also es geht um eine halbe Million. Ja. In Hamburg? Berlin? Nee, Berlin. Berlin. Welche Lage? Lage? Kudamm. Kudamm ist super. Dann brauchst du Minimum, um die Banken zu kriegen, sofort zu kriegen, 250.000. Oder nimmst du den Privatkredit. Dann brauchst du es alles nicht. Apropos Privatkredit. Wie sieht es mit dir aus, Andreas? Moment. Ich würde sagen, frag doch mal Peter Klein. Na, der ist jetzt gerade nicht hier. Ach so. Also, ich kann ihn jetzt nicht fragen. Okay, ja. Andreas ist ein witziger Typ, aber man kann sich auch, wenn er mal eine ernste Minute hat, auch wirklich so ernste Themen mit ihm besprechen. Auch wie gerade heute ist so ein Tag. Was war dein größter Erfolg? Mein größter Erfolg? Ja, das kann man nicht so sagen. Das ist ja so, sind ja so medial. Viele. Medial. Das sagt nicht die Katzenberger-Story. Naja, medial die hat mich schon, bekannt ne? gemacht. Mich bekannt gemacht. Hast du mitunter mal so Gewissensbisse gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, scheiße, hätte ich das bloß nicht gemacht? Ja, aber was denn? Ich habe ja nichts gemacht. Das ist eigentlich das Schlimmste, was Leute mir irgendwie sagen, dass ich das geplant hätte, dass ich die Ehe auseinanderbringen wollte oder so. Oder dass ich alles getan hätte für Ruhm. Sicherlich wollen viele hochkommen. Ob das nun die Iris ist, ob es Peter ist, ob es auch Yvonne ist. Alle haben davon profitiert, medientechnisch, alle sind bekannt, alle sind im Fokus. Früher kannte man Yvonne Wölke als Miss Germany 1999. Nach diesem Titel blieb ihr der erhoffte Durchbruch als Schauspielerin verwehrt. Doch nach der angeblichen Affäre mit Peter Klein vervierfachte sich ihre Followerzahl, was ihren Marktwert für Werbekooperationen und TV-Auftritte ungemein steigerte. Andreas Ellermann nimmt kein Blatt vor den Mund. Du hast es ja auch irgendwo genossen, sag ich mal, dass du auf der einen Seite täglich prominenter wurdest. Die Medien haben sich auch gerissen um dich, auch um Peter. Auf der anderen Seite hast du auch Glück gehabt, dass die Gegenseite mitgespielt hat. Ich glaube, wir hatten beide Glück gehabt, ne? Also ich habe mitgespielt und sie hat mitgespielt. Sie hat immer ganz laut geschrien, ihr Mann ist ihr fremdgegangen und wir immer so, nein, hallo, hört uns auch jemand, da war nichts, da ist nichts und so. Ich muss dir auch ein Geheimnis verraten. Oh, was denn für ein Geheimnis? Da bin ich jetzt mal gespannt. Wie ich mit Patty noch zusammen war. Jetzt sitzen wir zusammen und ich gehe zu Bett. Dann höre ich immer abends laut gesprochen, spricht sie immer mit Iris. Echt? Jo, die sind befreundet. Ah, okay. Und da habe ich sie den nächsten Tag mal angesprochen. Da habe ich gesagt, aber misch dich doch da gar nicht ein. Sag doch einfach mal, fahr das Ding zurück zu ihr. Weil sie macht sich jetzt vielleicht auch ein bisschen lächerlich. Oder muss sie sich über Yvonne inszenieren? Ja, aber die mochte mich ja sowieso schon von Anfang an nicht. Dann hatte ich einen Stopp. Ich durfte dich nicht mehr engagieren. Ach echt, ja? Ich hatte Verbot. Ich kam mir vor wie in der DDR. Persönliche Frage. Oh Gott, ja. Ehrliche Antwort. Iris Klein kommt auf dich zu,
gibt dir die Hand und sagt, war doch alles nicht so, lass uns mal Frieden schließen. Wollen wir Freunde werden? Was sagst du? Ja, oder nein? Ich bin ja nicht nachtragend. Sie würde es erstens nie machen, aber klar, warum nicht? Ne? Sie macht es jetzt. Sie macht es. Ich glaube, das ist eine coole Frau. Lebensratschläge statt Privatkredit. Manchmal muss man eben nehmen, was man bekommt. Zurück in Berlin beginnt das influenzende Multitalent damit, den Immobilienkauf voranzutreiben. Aber ist die anvisierte Wohnung am Kudamm wirklich das Gelbe vom Ei? Kein Balkon. Ach du Schande. Kann Yvonne diesen Monat überhaupt etwas für die Wohnung zurücklegen? 8.000 Euro hatte sie zur Verfügung. Was ist davon am Monatsende geblieben? Jetzt sind wir am Ende des Monats angekommen. Und ich hatte noch 3.897,89 € auf meinem Konto. Ja, ich hatte es ja erwähnt, mein Handy ist kaputt gegangen oder kaputt gewesen. Das hat alles nicht mehr so funktioniert, also brauchte ich ein neues Handy. Und ich bin ja ein Sparfuchs und habe das Handy auch tatsächlich für den Preis von 1.409 € bekommen, so wie ich es auch im Internet bekommen hätte. Dann war ich mal wieder tanken, ja, mit 50 € und 1 Cent. Drogerie, ja, das bleibt nicht aus, ne, mit 42 €. Supermarkt, ich muss ja auch was essen, 54 € und 67 Cent. Deutsche Bahn, immer von A nach B zu fahren, von Berlin nach Hamburg, 330 €. Ja, dann war ich noch mal bei Amazon shoppen, tut mir leid, 64 €. Das läppert sich, ne? Dann habe ich noch eine Gesangsstunde genommen, damit die Songs auch gut klingen, 40 €. Dann war ich noch mal im Nagelstudio, manchmal bin ich so nervös und pull hier so ein bisschen an die Fingernägel ran rum und dann noch mal 45 € bezahlt für diese Dummheit. Also bleiben mir noch auf dem Konto 1.863,21 €. Boah, und ich habe echt gearbeitet wie ein Schwein, ne? Und das Geld geht so weg wie zack, zack, zack. Das wird jetzt auch gespart. Und wenn ich dann doch vielleicht die Wohnung bekomme, dann wird es auch wieder ausgegeben in Parkett oder in irgendwelchen Tapeten, Farben, keine Ahnung. Aber das sieht erstmal ganz gut aus. Ja, also es ist auf jeden Fall kein Minus. Sparsam leben bedeutet für jeden etwas anderes. Yvonne bleiben über 1.800 € Bausparbudget.